Moin und willkommen zu einer weiteren Runde Scum. Ja, letztes Mal haben wir uns hier ausgelockt. Ich würde sagen, wir durchsuchen hier einfach nochmal und gehen dann jetzt dabei auch wieder hinaus. Nee. So, warte mal, hier eine Jeanshose. Ja, braucht man nicht wirklich. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, was wir das letzte Mal alles durchsucht haben. Wenn ich da mal so ganz ehrlich bin. Ich glaube, wir mussten die Mitte noch oder so, ne? Bin mir aber nicht ganz sicher. Kirchsamen und nochmal Kirchsamen, okay. Ich weiß es nicht mehr, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich würde sagen, wir durchsuchen jetzt hier nochmal das Teil. Und wenn hier nichts ist, hauen wir einfach mal ab. Weil sonst kommen wir langsam nie Richtung Heimat. So, was haben wir hier liegen? So ein Ding, ja. Ja, diese China-Kracher-Dinger da, das ist echt, weiß ich nicht. So, wir sind auf jeden Fall hier. Ich würde sagen, wir laufen weiter. In die Richtung hier und gucken dann, dass wir jetzt Richtung nach Hause kommen. Schönes Mann drin. Ernsthaft. So, wir hätten hier Kürbis, wir hätten hier Brot. Brot vielleicht. Essen. Nochmal essen, würde ich sagen. Hä? Oh, essen. Wir haben aber immer noch keinen. Gucken, kriegen wir es noch in die Hosentasche? Jawohl. Sehr schön. So, da ist noch ein bisschen Kohle drin. Wir bräuchten definitiv mal. Geil. Ich wollte gerade sagen, wir bräuchten definitiv mal einen Faden. Können wir jetzt auch wenigstens mal ein bisschen was reparieren hier. Unter anderem Rucksack, Jacke, die anderen zwei Jacken, die Schuhe. So, reparieren. Ja, auch alles mal reparieren erstmal. Scheiße. Wenn ich mir angucke, wie viel wir schon runter haben von dem Zeug. Ist nie mehr viel. Ja. Super. Naja, egal. Dann weiter hier Richtung. Wäre ein Bunker. Will ich in den Bunker? Ne, ich glaube nicht, ne? Bunker ist nicht so toll. Wir laufen weiter irgendwie da hinten mal lang. Da. Sägewerk. Wir schauen uns jetzt einfach mal ein bisschen den Weg hier an und, ja. Überlegen dann, wo wir mal lang hüpfen hier. Da scheint auch irgendwie, ach so, ja, das ist so ein Heugedönse, Schrober, 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 keine Ahnung. So. Aber hier ist auch nicht wirklich irgendwas, ne?
Es ist gerade alles so ein bisschen scheißendrick. Regensamen, ne, brauche ich eigentlich auch nicht. Können aber noch mal hier oben gucken gehen. Kann man denn hier Pestizide? Ne, die brauche ich auch nicht. Da auch nicht und das auch nicht. Und das ist nochmal, was haben wir denn hier? Was war das andere? Pestizide, Fungizide. Ne, brauche ich beides nicht. Gut, dann weiter. In der Hoffnung, irgendwo was finden. Laufe weiter, mein Freund. Also, ja, die Bunkeranlage, ganz ehrlich, definitiv will ich gar nicht erst rein. Überlebe ich eh nicht. Kriege ich auch nicht gebacken. Ich weiß das jetzt schon. Deshalb erstmal weiter. So, was haben wir denn hier? Moment, ich muss mal gucken. Nee, das ist falsch. Das ist falsch. Wo wollte ich denn jetzt hin? Journal? Nee, Team auch nicht. Benz? Nee, auch nicht. Weil die Wett. Stoffwechsel. Nee, was wollte ich denn jetzt? Ich weiß gerade noch niemand mehr, was ich wollte, aber okay. Gerade ein wenig Alzheimer. Wir laufen weiter. Ja. Hier ist übrigens eine Hütte. Vielleicht haben wir Glück. Falsche Seite. Gut, hier ist auch nichts. Aber hier können wir jetzt erstmal zumindest ein wenig regenerieren. So, wir haben Vitaminpillen. Davon essen wir einfach mal zwei. Dann hauen wir die wieder hier hoch. Ach so, Moment, genau. Halt, wo ist es? Da, Handwerk. Dann brauche ich nämlich auch das ganze Leder nicht mehr mitschleppen. Da können wir nämlich jetzt dann beruhigt einen Tierhautköcher herstellen. Haben wir wenigstens wieder 6 Platz mehr. So. Ja, das Problem ist nur. Map. Ja. Das Problem ist halt, wie gesagt, nur wenn wir jetzt hier. Oh, ernsthaft. Ich hoffe da mal was schneller. Auf Wölfe treffen oder so haben wir gar keine Chance mehr. Definitiv nicht. Weil mit der Steinaxt oder mit der Keule machen wir da bestimmt nicht wirklich viel. Das andere Problem ist, wir haben hier gar keinen Platz, um irgendwie ausweichen zu können. In C1, warte. Wenn wir jetzt Richtung Westen weiterlaufen, was diese Richtung wäre, kämen wir automatisch dort zu dem. Vor allen Dingen bin ich eh Banane, ich laufe gerade Richtung Bunker. Was ich ja eigentlich gar nicht wollte, so wie es aussieht, müsste das nämlich hier der Bunker sein. Wir sind irgendwie einmal drumrum und jetzt dann doch wieder dahin. Ach, das ist. Gut, naja, natürlich, wir haben den Weg gefolgt, den wir gefunden haben. Was nicht so clever ist. So, das müsste dann unsere Straße wieder sein. Ne, das ist eine andere Straße, aber da können wir auf jeden Fall auch mal lang. Denn da hinten ist eine Hütte. Steht sogar, so wie es aussieht, ein Auto drin. Gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Hier ist jemand looten und ich kriege gleich eine Kugel. Oder Auto ist hier gespawnt, aber eh totaler Schrott.
So, Auto ist leer. Aber ich denke mal, kein Motor drin. Das wird der Grund sein, ja, sage ich ja, warum das Auto hier steht. Gut, dann. Wie sind da? Da unten ist der Händler. Das kriegen wir niemals dahin. Nee, ich lasse es stehen. Also von hier aus kriegt man das Auto definitiv nicht dorthin. Leider nicht. Ich weiß natürlich nicht, ob irgendwann mal geplant ist, Abschleppseile oder sowas zu finden, dass man Autos dann dahin schieben kann oder ziehen kann. Wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Aber das Auto hier definitiv wird nirgendwo hingehen. Da ist ein Zombie. Weiß nicht, ob er uns gesehen hat. Bis jetzt würde ich sagen, hört sich das nicht so an. Aktivkohle, nee, brauche ich nicht. Geht auch nicht, aber wir kommen hier auch nicht anders raus. Also würde ich sagen, hüpfen wir einfach mal hier aus dem Fenster. Ah, da ist jemand, der mich gesehen hat. So. Hier ist nichts zu gebrauchen. Dann hinein hier. Eine Werkzeugkiste, hervorragend. Wenn ich natürlich jetzt ein gutes Gummi finden würde. Was ja anscheinend nicht gerade der Fall ist. So. Na komm her. Sonst nichts weiter. Ja, ich meine, einerseits ist es natürlich schade, dass es hier in dem Game nicht wirklich irgendwie Motoren zu finden gibt, was aber eigentlich andererseits, da steht noch ein Auto, auch ein bisschen dämlich wäre, weil man trägt eigentlich auch keinen Automotor von, keine Ahnung, wie viel die wiegen, 500, 600 Kilometer mit sich rum, wenn nicht sogar noch mehr. Also ich glaube, das wäre definitiv fail, wenn die sowas einführen würden. Natürlich wäre es was anderes, wenn man, weiß ich nicht, ich sag mal, oh, super. Die Teile hier finden würde oder so in der Scheune von einem Bauern und das dann mit einem Wagen hierbei ins Auto einbauen könnte oder so. Das wäre vielleicht noch realistisch. Aber ansonsten, naja, müsste man halt gucken. Dann ist es zwar auch realistisch, die Fahrzeuge, sage ich jetzt mal, zum Händler zu bringen und da einen Motor einbauen zu lassen. Das ist die Ziele. Aber das Problem ist, du kriegst die Viecher, die Fahrzeuge meistens gar nicht erst dahingeschoben, weil zu viel bergauf und ab. Also ich habe es ja letztens mit einem anderen Fahrzeug gefunden, ach gefunden, versucht, was ich gefunden habe. Da ging das ja auch nicht, da musste ich ja auch irgendwie einen kleinen Berg hoch. Und es hat nicht wirklich funktioniert, also leider nein. So, aber wenn ich jetzt, wie gesagt, hier irgendwo Unkrautbekämpfungsmittel. Super.
meine, gebrauchen können die's. Unkraut haben wir wieder ohne Ende oder haben wir immer ohne Ende. Schauen wir das Ding jetzt einfach mal rein. Notfalls, wenn wir was anderes finden, schmeißen wir es weg. Ganz ehrlich. Naja, der sieht auch nicht wirklich so aus, als wenn der brauchbar wäre. Das ist doch scheiße. Auch leer. Könnte man den Zombie da bitte mal bannen? Der backt in dem Boden fest. Ja, ist aber kein Motor drin. Schade eigentlich. Der komische Zombie da läuft ein bisschen merkwürdig. Das ist schon mehr wie halb im Boden. Also, das ist geil. Damit können wir jetzt definitiv nochmal ein nächstes Set herstellen. Ich hoffe immer noch irgendwie mal einen größeren Rucksack zu finden. Zwiebeln ist immer gut. Die habe ich, glaube ich, auch noch nicht bei mir im... Garten. Ich hätte gern das Ding. Oh. So. Irgendwie haben wir aber auch kein Glück mit großen Rucksäcken. Zumindest haben wir jetzt einmal Getränke, das ist schon mal gut. So. Jetzt ist hier alles nicht gut. Scheißendreck, echt. Gut, wir laufen mal weiter. Oh, jetzt hat er sich aus der Erde gebackt. Dann kann er jetzt auch wieder laufen, der Sack, wa? Mal gucken, da ist nichts drin. Da ist leider auch nichts drin. Ui. Hier steht noch ein Zombie. Ja, komm her. Aua. Shit hier. Er musste mich ja nochmal erwischen. Das ist gerade echt nicht ulkig. So, durchsuchen. Durchsuchen, was haben wir denn hier? Habe ich überhaupt noch irgendwas? Gesundheit. Ach, der hat mich einmal getroffen, aber 2C1 Verletzung. Ja. Geht, läuft. Das hier ist nochmal Unkrautbekämpfung. Ja, super. Oh. Das Problem ist ganz einfach. Na, ich krieg das auch nicht mehr hin. Ich wüsste nicht mehr wie. Nee. Müssen wir leider hier stehen lassen. Ich glaube, ich stelle auch das zweite einfach mal hier raus. Da. Dann jetzt einfach mal hier rüber. Ist Vieh umlaufen. Ich brauche auf jeden Fall ein gutes Gummi mit 80-90%. Obwohl 90% habe ich noch nie gefunden, fällt mir auf. Aber 80% wäre uns schon mit geholfen. Dann könnten wir nämlich mit zweimal Schrott vernünftig dann... Pestizide, okay, ich wollte gerade sagen, jetzt nochmal Unkrautvernichter, dann drehe ich aber hier ganz ab. Nee, auch nix. Mann, ey, das ist doch... Ich.
So, toll, ernsthaft, eine 100er Werkzeugkiste, ja gut, die nehmen wir jetzt natürlich auch mit, weil ich brauche den Scheiß. Benzinkanister lassen wir hier. Da liegt nochmal Pestizide, das ist gut. Das ist echt ein Graus. Also in den Streams suche ich Werkzeugkisten ohne Ende und finde nichts. Und hier finde ich irgendwie gefühlt eine nach der anderen. Es ist Wahnsinn. So, mach, dass du die Leiter hochkommst. So. Was haben wir hier, ein Holster? Ja, der bringt mich aber nicht wirklich weiter, ne? Aber ich kann ihn einfach mal mitnehmen. Und mal reparieren. Scheiße, der ist. Nee, brauche ich nicht. So, jetzt muss ich mal gucken. Wenn wir hier so querfeld einlaufen. Blödsinn, ne? Einfach mal westlich laufen. Müsste ich ja in dieses Dörflein da auskommen. So, Richtung Dörflein und dann schauen. Was dann alles weitere ergibt hier. Schon wieder ein Zombie, das heißt hier oben vielleicht auch irgendwo gleich. So, ich würde vielleicht auch mal behaupten, wir könnten jetzt gleich. Er geht mir jetzt mit Verletzungen um den Sack, ne? Wenn ich ganz ehrlich bin, da unten ist ein Weg. Ich glaub. Ja, hervorragend. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da sollten wir mal hin, aber irgendwie, ja, komm, hüpf nochmal. Wunderbärchen, jetzt ist er tot. Also die sind mit ihrem Gespringe nicht so clever, die Zombies, aber das ist Vorteil für uns. Dadurch haben wir ein leichteres Spiel mit denen. Mir ist ziemlich warm. Ich müsste eigentlich, glaube ich, da runter, da ist der Fluss. Obwohl, da ist noch eine Hütte. Lauf mal in die Richtung. Ja, das Problem ist jetzt natürlich dadurch, dass wir aus dem warmen Gebiet, aus dem kalten Gebiet raus sind, wird ihm jetzt warm. Ich ziehe mal dieses blöde T-Shirt einfach aus. So. Natürlich jetzt alles nicht so. Hätte wahrscheinlich noch eine Hütte gestanden, keine Ahnung. Das, was wir auch als nächstes ausziehen können, wäre die Käppi oder die Wollmütze, weil die dürfte auch ein bisschen warm werden. So, oh. Haben wir was zum Haare schneiden, please? Ach, nee, haben wir nicht. Schade. Mann. So, warte, durchsuchen. Oh geil, wir hätten jetzt hier. So geil. Super. Auf jeden Fall schon mal Haare schneiden. Das Problem ist. Gut, das können wir schon mal essen. Hier können wir. Hallo. Hier nur noch Bart kürzen. Passt die Nacken. Könnten wir auch essen oder werden wir auch essen? Das sind 1, 2, 3.
4, 5, 6. Here's some kick-ass music to start your day. So. Wo ist die Pastinacke? Die haue ich da mal rein. Und nochmal Brokkoli. Brokkoli kann ich auch essen. Doch, der wahrscheinlich nicht so mögen, ist mir aber gerade egal. Das hier auch essen. So, dann haben wir jetzt mal ein bisschen was an Essen intus. Eine Karotte, einmal Brot, Haselnuss, Pastinacke, Brokkoli und Zwiebel. So, jetzt dürften wir hoffentlich nicht so schnell verhungern. Hoffe ich einfach mal. Die Pastinacken können wir mitnehmen. Die können wir nämlich nachher noch zusammen verwenden, hoffe ich mal. Wenn das ein bisschen weniger ist. Da unten ist noch eine Hütte. Also ich würde es mir wünschen, wir würden jetzt langsam mal einen größeren Rucksack finden. Aber das Glück werden wir wahrscheinlich nicht haben. Oh, falsche Seite. Da. Gibt es hier irgendwas? Nee, da auch nicht. Nein. Aber wir finden wieder Fungizide. Das ist ja auch gerade wichtig, Fungizide. Wir könnten übrigens da Sonnenblumenkerne mitnehmen und die dann einpflanzen. Das scheint da ein Pferd zu sein. Ich wollte gerade sagen, was läuft da? Was aber auch ein bisschen ärgerlich ist, finde ich, dass man immer noch nicht die Tiere zähmen kann. Also ich würde jetzt ganz gerne mit so einer Karotte oder so ein Pferd anlocken und gucken, dass ich es reitbar machen könnte. Weil dann würden wir jetzt hier nicht weiter rumlaufen müssen. Dann würde ich mir das Pferd nehmen und ja, wir würden mit dem Pferd bis nach Hause und dann gucken. Ein Stall bauen für das eine Pferd, wenn man dann mehrere Pferde findet. Und dann halt gucken, weiß ich nicht, schlachten, verkaufen. Ja, aber bevor ich zu der Stadt laufe, laufe ich erstmal hinten. Also ich laufe jetzt erstmal zu der oberen Stadt hier. Und dann weiß ich nicht weiter, entweder hier hin oder weiter hier runter oder ich weiß es noch nicht. Ich weiß auch nicht, warum ich die jetzt hab da liegen lassen. So, erstmal gucken, dass wir jetzt, da ist die andere Stadt. Ja, Stadt ist, das ist ein Dörfchen. So, warte, gucken, Verletzung, ja, gut. Die gehen jetzt langsam hoch. Wir sind bei 84%. Also Leben meine ich natürlich. Dann sollten wir vielleicht doch lieber mal joggen, statt zu laufen. John Dick hier, thanking you for joining us for another glorious battle. The best way to gain fame. Weil sonst kann es nämlich auch wieder passieren, dass uns die Verletzungen aufreißen und wir dann doch wieder bluten. Es ist halt so ein bisschen, ich weiß nicht. Nervig, immer so langsam unterwegs zu sein, wenn ich ehrlich bin. Ich würde jetzt auch gerne definitiv einen großen Rucksack finden. Aber das Glück haben wir eh nicht. Aber ich sage, mir würde eigentlich auch schon ein Einsatzrucksack reichen. Er wäre ja auch
schon ein wenig größer wie der hier. Da liegt auch schon einer. Kraft. Bolzen, ja. Sehr schön, da steht zumindest Absinth, den können wir jetzt gleich schon mal nutzen. Um ein wenig die Verbände zu desinfizieren. Eins, zwei, drei. Vier. Fünf. Und sechs. So. Dann könnte man damit vielleicht behandeln. Ja. Sehr schön. Dosenöffner wäre noch da, aber ganz ehrlich, wofür soll man den jetzt gebrauchen? Gib mir doch einfach irgendwo ein nettes Gummi, please. Natürlich kein Glück. Lass mich raten. Ja, Unkrautbekämpfungsmittel, genau. In der Zeit, wo ich es gesucht habe, habe ich es nicht gefunden. Jetzt gibt es das hier ohne Ende. Und ich kann es gerade nicht mitnehmen und nicht gebrauchen. Das ist ja das Schlimme daran. So, oh, hier liegt noch jemand. So. Hätten wir. Ey, das ist gerade echt nix. Dann da hoch. Ernsthaft. Noch mehr Unkrautbekämpfungsmittel. Ja, hervorragend. Ich mag nie mehr. So. Was haben wir jetzt alles hier? Dann gehen wir hier rein. Hier ist keiner drin. Unten liegt da keiner. So. So. Niemand kleines Gummi hier drin. Das ist doch Kacke. Feuerstahl, ja, den können wir nicht gebrauchen. Und hier, ne. Nein, nicht ins Bett legen, Mann. So, hervorragend. Wir essen einfach mal einen Schneeball und nehmen das Teil noch mit, weil das brauchen wir bestimmt noch. So, ich weiß gerade nur noch nicht wirklich, wohin. Ich würde sagen, wir schauen noch die zwei. Garagen durch. Ich muss jetzt gerade echt mal kurz gucken, Inventar öffnen.
bei 6. Was hat die Hose? Die hat auch nur 6. Ne, also bringt mir das nicht wirklich was. Wenn die Hose jetzt natürlich größer gewesen wäre, wäre das vielleicht super gewesen, aber so, nee. Bringt uns das leider nichts. Das Teil geht auch nicht. Das ist das Teil hier, so. Hier gab es doch, ich wollte gerade sagen, hier gibt es auch noch eine Garage. So. Es kann aber doch auch nicht sein, dass es kein Gummi hier gibt. 89er, sehr schön. Ja, jetzt habe ich das Problem. Wir haben keinen Schrott. Scheiße. Ja. Gibt es hier irgendwo ein liegen gebliebenes Auto? Oder ein kaputtes Auto oder sonst was? Hervorragend, das sieht hier nicht so aus. Ich wollte gerade sagen, aber hier sieht es so aus, als wenn ein Auto drin steht. Okay. Also kleinen Tipp an den Besitzer, vielleicht das Auto nächste Mal ein Stück weiter reinfahren, weil den hat man hier schon gesehen. Mit der Stoßstange rausguckend, ich werde ihn jetzt nicht nehmen. Und vielleicht demnächst woanders verstecken und vielleicht auch, weiß ich nicht, ich würde sagen, weil man sieht hier die Stoßstange, man sieht definitiv, dass da ein Auto drin ist. Wie gesagt, am besten besser verstecken oder woanders verstecken. Das nächste Mal irgendwo vielleicht im Wald. In einem Busch oder so. Für denjenigen, dem das Auto gehört. Steht auch kein Name dran, deshalb weiß ich es nicht. Wäre auf jeden Fall vielleicht fürs nächste Mal besser. So, ich werde mich jetzt auch erstmal irgendwo hier in den Wald verziehen und mich verstecken. Bis zum nächsten Mal. Und ja, hoffe, ihr hattet Spaß. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin bleibt gesund und ich sage erstmal ciao, der Falli.